Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute mit Flora unterwegs. Moin. Und mit Icy, der steht da hinten an der nächsten Buhne. Wir sind heute an einem neuen Gewässer. Wir sind an der Weser. Und die Weser ist ja eigentlich so mein ursprüngliches Heimatgewässer, sage ich mal. Weil ich an der Weser aufgewachsen bin. In der Nähe der Weser zumindest. Aber ich habe noch nie an der Weser gefischt. Deshalb ist das jetzt mal was ganz Neues für uns. Flora, du warst schon mal an der Weser unterwegs. Ich war schon mal an der Weser, genau. Mhm, ja. Und ja, wir haben heute irgendwie alles dabei. Flora, kannst du mal erzählen? Ja, wir haben jeder zwei Routen dabei. Hier war eine etwas schwerere Kombo für Hecht und Zander. Und auch was für Barsch, weil die Mission ist erstmal überhaupt was zu fangen. Wir wissen gar nicht, was uns jetzt hier erwartet. Ne? Natürlich, Weser ist ein super Zandergewässer, aber auch Hecht, Barsch. Deshalb mal gucken. Köder haben wir auch alles Mögliche dabei. Ich habe es heute ehrlich gesagt ein bisschen so auf den Hecht abgesehen. Wasser sehr klar. Deswegen wieder mit meinem Aal. Mhm. Etwas dunklerem Dekor. Und ja, Jana, ich weiß nicht, was du so im Sinn hast. Ja, ich habe mir zu Hause erstmal einen Dropshot gebunden, weil ich eigentlich mit Wurm heute angeln wollte. Betonung liegt auf wollte. Die Würmer habe ich einfach zu Hause vergessen. Also ich werde heute, glaube ich, alles Mögliche ausprobieren. Also Zander, Hecht, Barsch, alles durchprobieren. Ich habe auch zwei Routen dabei. Alles Mögliche an Ködern, Vorfächern. Alles dabei. Und ja, wir werden mal sehen, was der Tag so bringt. Es ist super angenehm, weil kein Wind ist. Und es ist sehr, sehr herbststimmungsmäßig. Also, ich glaube, das sieht man schon. Es ist sehr diesig. Es hat vorhin auch ein bisschen geregnet. Aber das Wetter soll sich halten heute. Und ja, also schön ist es, Flora. Ja, ich würde ja ganz gerne mal meine neue Jacke testen bei Regen. Ja. Ja, genau. Die haben ja nämlich Jacken zugeschickt bekommen von Kraft. Mhm, ja. Und die sind wasserdicht und sehr schön warm. Also bisher bin ich echt zufrieden damit. Mhm. Geile Sachen auf jeden Fall bei denen. Mhm. Da werden wir uns, denke ich, mal noch ein paar Sachen holen, oder? Ja. Ja, könnt ihr ja auch mal abchecken, den Laden. Haben wir, glaube ich, verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, steht unten in der Beschreibung drin. Ich werfe jetzt mit der Angel auch raus, damit die Chance besteht, dass ich auch noch Fisch kriege heute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Flora und ich, wir gehen jetzt eine Buhne weiter. Wir besuchen jetzt mal Icy. Wir sagen übrigens immer Icy, aber eigentlich heißt er Markus. Aber wir haben uns das irgendwie voll angewöhnt, oder? Ja, wir haben ihn halt so kennengelernt, ne? Deshalb heißt er einfach Icy. What's his plan? Mal sehen, was er so treibt. Ja, bitte Angelpapiere, Fahrzeugschein. Ey, habt ihr mal meinen Führerschein gesehen? Nee. Ja, zeig ich euch nicht. In den Nüsse. Also. Nein! Wie geil ist das denn? Sieht fast so gut aus wie meins. Ich kann meine auch noch mal rausholen. Ey. Ja, damals habe ich von der 10. bis zur 13., dann bis zum Abi, habe ich meine Haare wachsen lassen. Ne? Was? Hab dafür eine Kiste Bier bekommen. Heftig! Heftig! Okay, weißt du Bescheid. Das war ein Schwarz-Weiß-Foto, oder? Das sah irgendwie so dunkel aus. Ja klar, auf dem Führerschein ist das auch so. Du musst meins mal sehen, Alter. Da habe ich eine Brille auf, so kurze Haare. Das sieht richtig ganz komisch aus. Ich habe ewig nicht mehr auf meinen Führerschein geguckt. Eigentlich müssen wir das mal zeigen, oder? Ganz schlimm. Soll ich meinen auch noch mal zeigen? Ja, hol mal raus jetzt. Ich hab da auch noch mal was zu lachen. Oh, wie süß ist das? Ey, woran das sieht aus wie Johnny Depp aus Schokolade. Alter. Echt so ein bisschen Johnny Depp, ne? Das sieht einfach mal aus wie Johnny Depp. So, jetzt suche ich mein Bild. Wir sind heute wieder richtig ernsthaft am Angeln. Guck mal, das Bild habe ich von Flora sogar in meinem Portemonnaie. Oh, wie süß ist das denn? In Farbe noch mal. Ja. Ich glaube, da bin ich 16 oder so. Meine Freunde sind auch noch mal. Also ich habe meine Freunde immer als Fotos dabei. Ja, Leute. Ich habe keinen Führerschein mehr. Schön, Führerschein weg. Die ganze Zeit immer schon ohne Führerschein. Gott, ich glaube, das können wir nicht zeigen. Ich glaube, das können wir nicht zeigen. Muss hier mal reinziehen. Ach, du Alter. Das bist doch nicht du. So? Oha. Wie alt bist du da? Ja, 16, ne? Alter. Bist du mein Führerschein, oder? Ich muss sagen, du hast dich gut gemacht. Nein, nein, du hast dich gut gemacht, wirklich. Oh, gut gereift. Gut gereift. Das ist auch so hässlich einfach. Also, dass meine Eltern damals nicht gesagt haben, oh nee, die kannst du nicht aufsetzen. Das habe ich mir auch wirklich lange nicht mehr angeschaut. Die ganze Zeit, ich wollte die ganze Zeit schon ein Spinman durchwerfen, einmal noch. Ja, mach. Mal kurz hier. Guck mal hier, als ich dann mit 18 zur Schule gegangen bin, sah ich schon ein bisschen besser aus. Oh, da sieht schon ein bisschen vernünftiger aus. Ein Werbungsfoto. So, aber es soll ja halt heute eigentlich ums Angeln gehen, oder? Ja. Aber ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, gut. Für Vergangenheit. Fängst du jetzt einen Fisch, Jana? Ja, wenn ich nicht angeln kann, ich hätte schon längst einen Fisch, wenn ich nicht. Ah ja, dann hätte ich schon längst einen Fisch. Taube war vergessen. Extra noch Dropshot-Montage gebaut zu Hause. Ja. Naja, gut, weiter geht's. Aber. Oh, er hat doch noch was zu sagen. Aber. Aber, könnt ihr jetzt arbeiten? Aber, nee, oder? Ich angel jetzt einfach mal mit dem Spinner. Ja. Let's go. Spinner geht immer. Oh, warte, Jana, ein Fisch. Jana, echt? Sag doch. Sag doch, hier steht irgendwo ein Hecht. Nee. Oh, oh. Hey, Jana. Oh, danke. Danke. Petri, danke. Cool, wow, Jana. Toll. Ja, schön, auf Gummifisch, ne? Zeig mal einen Köder. Ey, das war jetzt gerade. Was hast du da für einen Köder? Würde mich mal interessieren. Ah, okay, Klassiker, ne? Ja. Kleiner ja, Lieblingsköder. Hätte auch ein Zander sein können. Ich habe wirklich gedacht, es wäre ein Zander. Der ist auch so reingeschäppert wie ein Zander. Ja. Ich hätte nicht erwartet, dass es ein Hecht ist. Echt. Ja, cool. Not bad. Ja. Jetzt hast du einen Fisch gefangen. Gut, jetzt bin ich dran. Oder Icy? Mal schauen. Oder wieder Jana. Oder wieder Jana und dann wieder Jana. Und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Noch nee, ich habe gerade, es ist wirklich immer so, ich werfe geradeaus, in dem Moment ruft einer Biss. Oh. Das ist verrückt, ne? Manchmal ist es echt verrückt. Ja, musst du schnell einkurbeln, zack, zack, aber von so einem Kescher kommen. Ja, cool. So kann es laufen. Yes. So, Leute, es hat geklappt. Mein erster Fisch aus der Weser und dann direkt ein Hecht. Bin ja eigentlich nicht so der Hecht-Spezi. Aber manchmal klappt es dann doch. Ich habe nämlich jetzt auf Gummifisch umgerüstet. Ich habe vorhin einen Jigspinner noch geworfen. Und jetzt habe ich gedacht, mal einen kleinen Gummifisch dran. Eine gedeckte Farbe, weil das Wasser ist wirklich glasklar. Okay, jetzt gerade nicht, weil gerade ein Boot vorbeigefahren ist. Ja, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, muss ich sagen. Ich war ja schon echt ein bisschen grantig. Ich dachte, na, das ist schwer hier mit Fisch. Ah, es hat geklappt. Richtig gut. Ja, Flora steht hier und wirft. Icy wirft da hinten. Ich bin mal gespannt, ob die beiden auch noch mal mit dem Fisch hier um die Ecke kommen. Ich hab grad ein Stickbait dran. Stickbait? Okay. Ah ja. Okay. Ja, ich mache ein ganz kleines bisschen Pause gerade und dann werfe ich auch weiter. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder richtig motiviert. Ja, Leute, wir wechseln jetzt den Spot. Icy quatscht gerade mit Flora, wo es jetzt hingeht. Und wir gehen jetzt zum Auto. Fahren noch mal woanders hin, weil unsere Parkscheibe jetzt leider abgelaufen ist. Unsere Höchstparkdauer ist jetzt hier erreicht. Deshalb nutzen wir das jetzt einfach mal, um Spotwechsel zu machen. Aber hier ist gerade Möwen-Action. Ja. Aber es ist wirklich mal wieder cool, woanders unterwegs zu sein, wo man noch gar nicht war. Und wurde ja auch direkt mit dem Fisch belohnt. So, dann melden wir uns gleich im nächsten Spot. Also Flora schickt mich jetzt vor. Erst sah das hier total böse aus, aber es sind Stufen. Haha, habe ich zuvor gesagt, jawohl, mache ich. Dann bin ich wenigstens die Erste am Spot. Kann direkt Fisch fangen. Oh, sieht schon interessant aus hier. Geil, not bad. Icy hat uns gerade ein bisschen verrückt gemacht, weil er meinte, er hat einen Fisch. Dann war es einfach nur Kraut. Nee, ist echt schwer gerade wieder, aber schön ist es hier. Wir werfen und werfen und werfen mit allen möglichen Ködern. Aber der Angeldruck ist echt hoch. Alle paar Meter steht hier ein Angler. Ist echt verrückt. Also, bin mal gespannt. Wäre ja schön, wenn noch ein Fisch kommt. Kann man ja nicht beeinflussen manchmal. Hä? Was ist? Nichts? Okay. Dann angeln wir jetzt weiter. Okay. Oh. Ich dachte, der peitscht richtig hart zurück. Oh, oh, oh. Wir müssen hier durch die Brombeerbüsche. Wir wechseln jetzt wieder den Spot. Die beiden stampfen schon mal nach oben. Icy hat noch so ein, zwei gute Spots. An dem einen dürfen wir leider nicht angeln, weil wir dafür keine Angelkarte haben. Haben wir leider ein bisschen verrafft irgendwie. An dem anderen Spot dürfen wir aber angeln. Und an dem einen Spot gucken wir dann wahrscheinlich einfach mal Icy beim Angeln zu. Wehe, der fängt an. Kleine Scheiße. Wo? Vor dir. Da! Da!
Ja. Ja, auch. Oh, das ist mal das Schöne an der Stadt, ja, ne? Überall Hundescheiße ist, das ist toll. Schöner. Oh, ist wirklich schöner. 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 Schöner Pilzi. Habe ich gestern auch erstmal bestaunt, die ganzen schönen herbstlichen Pilze. Ach ja, herrlich. Puh. Mann, ey. Hätte ich die Taube mal dabei, Leute, ne? Ich sag das. Nicht Leute, hab ich mich gedacht. Die Taube ist jetzt alle rausgeholt. Alle? Ja. Alle Fische hätte ich rausgeholt. Gut, also wie gesagt, Spotwechsel. Und dann sehen wir zu, dass wir heute noch einen Fisch fangen. Vor allem sind die Männer ja noch dran. Ha! Bin ja schon raus. So, Flo und ich haben es schon aufgegeben mit Angeln. Flo und ich haben die Angeln schon weggepackt. Sind nur noch am Essen. Jetzt geht es nämlich an den Kanal. Wir haben heute aber keine Kanalkarte. Deshalb muss der liebe Icy hier vorne jetzt liefern. Ja. Er steht überhaupt nicht unter Druck. Steht überhaupt nicht unter Druck. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr Angel als in der Visa. Also zum Thema Druck. Der Angeldruck ist unglaublich. Okay, also erster Blick auf den Kanal. Ja, das würde ich noch nicht sehen. Puh. 10 Angler oder so? Das ist nicht viel, ne? Guck mal, hier ist echt verrückt. Ah, Barfußlaufen. Mit dem ganzen Müll, der hier rumliegt und Hundescheiße. Aber eigentlich ist das eine coole Idee. Aber ja, hier liegt einfach zu viel Müll. Also das ist echt Wahnsinn. Leute, hier ist echt Wahnsinn. Wir kennen das ja aus Hannover. In der Stadt ist immer viel Müll, aber hier ist wirklich schlimm, ne? Die Gratis-Schuhe. Naja. Ich brauche hier mal ein paar Schuhe. Da unten stehen die Schuhe. Ja, aber eigentlich finde ich das eine coole Sache hier, was die machen. Aber wie Flo und Alfie gerade schon gesagt haben, den ganzen Müll, der hier liegt, hätte ich auch Angst, ins Glas zu treten oder so. Okay, letzte Mission jetzt. Vielleicht kriegt Icy jetzt noch einen Fisch. Also beziehungsweise gezielt einen Zander auf Gummi. Er hat jetzt unseren Erfolgsköder vom Kanal. Und wir sind ja am Kanal. Mal gucken, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Schauen wir mal. V für Effekt. Nach Flores Vertikal. Ja, jetzt geht's los. Lass mich nicht vergessen, das V in Flores steht für Vertikal. Flore? Genau. Ja, genau. Das V in Flores steht für Vertikal. Ich bin so vorsichtig. Da hätten wir auch selber mal drauf kommen können. Jetzt, noch, jetzt hier mal, wie das geht. Das zahlt uns auch nicht mit dem Kanal. Genau. Also Flora erklärt genau, jetzt. Spannung hast. Ja, Spannung. Und jetzt hebst du ungefähr 10-20 cm hoch. Also jetzt ungefähr. So, das reicht schon. Und jetzt einfach nur ganz gerade gehen. Und sobald du irgendwas spürst, anhauen. Ein heftiges Tock oder auch nur ein kleines Tock. Weil manchmal kommt auch nur ein kleines Tock, aber in der Regel kommt ein richtiges Tock. Voll hoch, Alan. Okay. Bremse hast du einigermaßen ein bisschen fester. Ja, das ist gut. Warte, ich mach nochmal runter. Ja, du musst, zwischendrin musst du ab und zu mal absetzen, aber du darfst nicht zu hoch, wirklich so ein Stück nur. Wenn er jetzt so hoch ist, schon wieder schwierig. Okay. Ne? Also wirklich und du merkst, ganz knapp über den Gefühl, geht man automatisch immer ein bisschen höher, oder was? Ja. Ja, der Kanal ist ja, ja manchmal auch nicht ganz mal, eben. Der ist manchmal ist er ein bisschen wellig. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich noch natürlich. Ja, bei uns angeln. Müssen wir ab und zu mal kontrollieren. Ja, ne? Aber 20er meint das okay? Ja. Und dann gehe ich einfach so lang. Ja. Nicht zu schnell. Einfach vertikalisieren. Lieber immer ein bisschen tiefer als zu hoch. Na, tiefer habe ich schon wieder auf dem Boden. Sonst dann wird es angenehm. Okay, ich bin gespannt, ob das klappt heute. Ja Leute, der Tag ist vorbei. Wir sind fix und fertig mit Angeln. Wir sind einfach platt. Also, wir haben heute ein bisschen mehr erwartet, als ging. Aber die Frau hat geliefert, die Männer nicht. Aber wer nicht angeln kann, kann halt nicht angeln. Ne? Nein, also war ein schöner Tag auf jeden Fall. Aber extrem hoher Angeldruck hier in der Gegend. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt. Und ich habe gedacht, Hannover ist schon schlimm mit vielen Anglern, aber... Nein, hier ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Hier musst du dich anstellen, wenn du ans Wasser willst. Ja, ist wirklich so. Wie beim Heringsangeln. Echt, richtig verrückt. Ja, aber wir fanden den Tag trotzdem richtig gut. Und nächstes Mal sind wir wieder in Hannover unterwegs. Ich denke, Icy besucht uns wieder sehr gerne. Ja, jederzeit. War ein super Tag auf jeden Fall. Und ja, checkt Icy mal ab. Twitch, Instagram, YouTube. Was gibt's noch? Das reicht. Alles. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.